Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu World War Z. Ja, heute habe ich liebe Kameraden dabei und bin nicht ganz alleine mit Random. Da haben wir dann einmal den Chaos, hallo. Hallöchen. Da haben wir den JJ. Hallo. Und den Maxis, grüß dich. Mahlzeit. Ja, endlich haben wir es geschafft. Wir haben mal vier Leute, die wirklich mal versuchen, aktiv das Spiel vernünftig durchzuspielen. Nicht so wie die anderen Online-Spieler und einfach geradeaus durchlaufen. Ja, genau. Die einfach nur geradeaus laufen und uns dann einfach da irgendwo im Regen stehen lassen. Ja, wir sind jetzt Spaziergang am Toten Meer. Wir haben das alle noch nicht einmal gespielt. Also komplett Neuland für uns. Und ja, dann würde ich sagen, let's do it. Bahne dir einen Weg durch die Anlage und erreiche die Straße, die zur Basis führt. Die Ra am Basis ist durch ein automatisches Luftverteidigungssystem geschützt. Man kann sich ihr nur von Land aus nähern, da in der Wüste Infizierte Schwärme lauern. Besteht die oberste Priorität darin, Deckung zu finden. Okay. Na dann. Also wir verschanzen uns und machen nichts mehr. Genau. Haben wir Deckung. Köpfe einziehen. Aber wir sollten trotzdem hinne machen, weil das wird immer und immer mehr. Hm. Ja. Vor allem, wenn wir so komische Schreier da bekommen sollten, dann wird's kritisch da. Diese Akzente immer. Throw the footer away. Ich wollte gerade sagen, sein Englisch ist on point. Das ist auch sehr schlagend. Aber wir haben hier Onkel Doktor, haben wir immer noch dabei. Damit ihr das so nicht vergisst. Ob es hier nicht irgendwas gibt. Ach du Scheiß, okay. Die zwei sind schon Game Over. Okay, schätzen wir uns mal schnell durch, weil wir es können. Okay, hier liegt eine Panzerfaust. Wer haben ja, wir? Achtung, schon. Hinter uns! Die kriechen hier irgendwo die Wände hoch. Ich glaube, die haben angefangen klettern zu lernen. Hier auf Bergen. Ach, der Typ hier. Ist das? So, das ist dieser Doktor. Ja. Ich schieß die ganze Zeit auf den. Oh, Alter! Vorsicht! Ja, der ist schon down. Ja, okay, JJ kümmert sich drum. Wir haben ja alle gemacht, ne? Doktor! Die springen von oben. Ja, hier fallen welche von der Brücke oder was das auch immer sein soll. Oh, alter Stinky. Ja, Stinky mal wieder. Okay, ich geh vor. Ich bin schon vor dir. Okay. Sprengladung? Hat jemand eine? Nein. Gut. Selbst wenn, würde es nicht gehen. Ja, das ist das, was ich kenne. Aber nur die eine Szene. Auf jeden Fall wird es jetzt sehr interessant. Da sind schon wieder ein paar Zombies. Oh mein Gott! Ja, der hat mich mal direkt. Ja. Ah, ich finde das sehr cool, Alter, dass mir das jetzt nicht passiert. Alter, ich hätte mir, glaube ich, direkt in den Buchs geschissen. Aber ich habe eine Sprengladung gefunden. Ich könnte hier die Türe aufsprengen. Das tue ich jetzt auch mal. Mach das mal, ja. Oder hier die. Na gut, dann mach die bald aus. Zu spät. Ladung hängt. Da sind ja drei Stück hier. Ich nehme jetzt auch extra mal nur die Pistole. Schon wieder ein Stinker. Okay, ich habe noch ein paar Granaten für uns gefunden und ein Medipack. War das denn nicht hier? Das geschützt? Ja, kann ich so geschützt und sowas aufstellen? Ja, kann ich. An dem markierten Punkte und dann Viereck. Genau. Wenn du ein Geschütz hast. Okay. Ja, ich habe hier hinten auch noch ein Medipack für der es noch braucht. Oh, Alter, wo kommst du her? 40 Sekunden haben wir noch. Rüstet nochmal alles auf. Ja, Granaten und so liegen hier auch noch genug. Wer braucht? Hier ist noch ein Hochspannungsverteidigungsnetz.
Ich habe schon ein Verteidigungsgerät aufgenommen, wer hat noch keins? Das ist auch geil, in der Zombie-Apokalypse müsste man sich ja schnell verständigen und dann erstmal, ich habe ein Hochspannungs-Verteidigungsding. Okay, hab ich. Da ist man erstmal dabei, die Grammatik festzukriegen. Oh, Alter. Platzier das mal hier hin. Verteidige so, die Position, okay, ja. Ich setze hier mal. Ich gehe mal hier ins MG. Denn die werden jetzt wahrscheinlich da links oben und unten. Ich geh mal an den Mörser. Feuer's ab. What the? Ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, ich komm leider mit dem MG nicht komplett. Lass mal das MG erstmal stehen. Ich krieg die aber hier an. Okay, hier unten wird schon weniger. Uah. Okay, haben wir hier weg. Ach du, die kommen jetzt da hinten bei JJ. Ja, ja, die sind jetzt erstmal down. Oh je. Also das ist dann doch, Oh, ich komme mit dem MG nicht weit genug nach links. Ich geh nochmal hier auf die Position. Oh, Max ist willkommen. Ja. Lass ihn in Ruhe. So, ein bisschen oben. Wo? Ich stehe die ganze Zeit im. Ah, da hinten, okay. Wir laufen durch diesen Drahtzaun, durch den Elektrozaun von Maxis. Unten ist noch ein Berg. Stinker ist. Ich würde, glaube ich, da mal wegkommen, Alter. Die sind alle da hinten. Ja, ja. Ist aber alles in Ordnung gerade. Die laufen alle zu euch. Ich kann die mal schon von hinten schön abballern. Ich weiß nicht warum, aber. Die kümmern sich irgendwie gar nicht um mich. Ach du, da kommt die nächste Horde. Ja, ja. Ah, die möchten. Raus. Die möchten zu dem Typ rein. Der ist hinter uns in dem Raum. Zombies. Die kommen hier hoch. Ja, wir sind hier auch. Oh Gott, Alter. Wo kommen die alle her? Geht weg. Schütz dich hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh. Stinker. Stinker. Ich hab die Jungs, die hier am Zaun hängen. Alter! Leute, der ist durchgeflogen. Ich glaube, ein Geschütz. Hallo? Geschütz, kannst du mal arbeiten? Kurz Muni holen. Vetter, Vetter! Im Zaun. Ja, JJ, kommst du uns, dann helfen wir dir. Heilen jetzt. Boah, gepackt erstmal. Hast du was zu heilen? Ja, ja, hab. Okay. Ich hab auch noch mein Medikit, falls dann einer braucht. Also sollten wir hier das nochmal verteidigen müssen, müssen wir die Geschütze nochmal ausstatten mit Munition. Da hinten laufen klettern die wieder hoch. Die Waffen, ne? Die hier liegen, die sind ja echt lost, ne? Nütze die Turbinenhalle. Gehör doch einfach mal dahin. Boah, das würde ich gerne nehmen. Aufbauen. Ist auch ein Aufbauen, weißt du, als Begriff. Aufbauen, einfach hochgehen. JJ, kommst du? Okay. Ja. Ach, wir müssen hier alle rein. Wahrscheinlich einfach nur, ja. Ja. Da kommt der Typ. Achtung, der kommt hochgeflitzt. Door, far side of the room. Gaspard, moving in. Watch your goddamn shots. Ich benutze jetzt für die kleine Wellen mal meine Pistole nur. Naja, mach ich auch. Stinker. Gas back down. Mein und her Switch. Ach, da geht's nicht runter. Jetzt müssen wir natürlich außen rumlaufen. Spielelogik. Also ich habe jetzt hier oben schon mal ein paar. Auf Screamer.
Okay, das ist schon tot. I see a hazmat. Hazmat down. Ball incoming. Ein Vetter ist unten. Kommt ja gerade Richtung Treppe. Ja. Ja, der hat gekriegt. Halleluja. Achtung, unten kommen welche noch. Achtung, oh, ich hab schon welche neben mir. Ja. Irgendwo ist ein danke. Schreier. Hinter dir. Achtung, Fettsack hinter uns. Der ist bei mir und dem Doktor. Der hat mich jetzt. Ja, war klar. Danke. Da hinten ist ein Schreier. Ja, wir müssen ja einen Schreier machen. Wo ist denn der? Hab ihn. Er ist weg. Okay. Boah, hinter dir war ein Jumper. Ich hab's gesehen. Die KI schnitzelt aber gut mit. Aha. Oh. Ja, ist gar nicht mehr so schlecht. Dieser Arzttyp. Ich brauche unbedingt Muni. Ich habe keine Muni mehr. Kann ich da hochspringen? Ne? Alter. Wartet mal kurz hier. Hier könnt ihr euch Explosivmunition holen. Ah, ne, geht gar nicht mehr. Hab ich auch keine mehr von. Hier ist noch eine Sprengtür. Ja, ich habe leider keine Sprengladung. Ihr könnt euch schon mal zum Tor stellen, dann mache ich das Ding auf. Wir müssen wahrscheinlich was unten raus. Durchs große Tor. Wahrscheinlich ja. Das ganz große Tor. Wo kommst du denn her? Achtung, hier sind wieder ein paar drinne. Achtung, Screamer bei mir. Hat mich. Danke. Gerne. Okay, hier unten sind wieder ein paar. Fetter Bulli. Alter, wieso? Guck mal am besten aus der Halle raus. Nicht, dass wir irgendwie... Ja. Ich höre wieder einen Fetten. Lars, kommst du? Ja, Moment, ich muss mich hier gerade erstmal befreien. Ich bin auf dem Weg. Ja, Screamer, aufpassen. Ja, ich sehe es. Hab dich. Danke. Da steht Chaos. Hat ihr Leben. Boah, ja, da kommen immer mehr. Komm raus, komm raus, komm raus, JJ. Schnell, damit da geht das Tor zu, glaube ich. Ne, ich glaube nicht. Wir müssen einfach nur weiter. Okay. Aufpassen, hier könnten welche leben. Oh, ich höre auf der anderen Seite sehr komische Geräusche. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall kann man... Wir müssen hier über diese Brücke... Mal hier hinter dem Auto. Erreiche die Tankstelle. Hier sind Verbandskästen und Kisten, wo ihr weiterläuft. Aber komischerweise, ne. Also ich kann sie nicht aufmachen, vielleicht weil ihr zu weit weg seid. Nee, kann man nicht aufmachen. Geht nichts auf. Na, ich wollte mich gerade selber heilen. Boah, ich bräuchte ein Muni-Ding noch, ey. Ja, ich auch. Ich habe keine Muni mehr, nur noch mit der. Ja, dann lass mich vorgehen. Ah, da unten. Ich hab noch genug. Da unten. Man sieht's auf der Minimap. Da unten, wo wir jetzt das Lager haben. Perfekt. Ja. Oh, geht doch. Ganz wichtig. Kein Verbandsding, nix. Ich hab mich gerade geheilt. Die Fläche hier sieht mir ein bisschen zu groß aus. Da kommen gleich wieder Massen. Das Wasser sieht irgendwie komisch aus, wenn man da drauf guckt. Ich weiß nicht. Nebelwasser. Alter, hier sind nochmal zwei, drei Kisten. Von oben. Boah, dann nehme ich aber meine AK. Meine schöne AK. Von wo oben? Über. Oh. Direkt über uns. Alter, wo kommen die denn her? Ah! Jumper! Hab ich. Merci. Noch einer. Stinker. Lass mal hier mal runter unter die Brücke. Vielleicht, ja. Also nicht bis da hinten hin, aber.
Wenn die hier runterkommen. Ich glaube, das war's. Lars hustet in echt jetzt auch schon. 4D-Spiel. Oh, hat er mich erschrocken. Alter. Das hab ich voll geil auf Bild, ey. Oh Gott. Oh. Auf Bild, auf Video, auf Bild. Ja. Stinker, aufpassen, Alter, Gott, Moment, warten. Der um die Ecke. Moment, warten. Ach, hinter uns? Uns auch Stinker hab ich. Boah, die AK hat Dicker, hinter uns. Ja. Jetzt nicht mehr. Oh. Wir können. Torero-Erfolg freigeschaltet, Trophäe. Torero? Ja. Was auch immer das ist. Was auch immer, genau. Ich will die auch haben. Oh, erste Verbandskästen. Na, ich bin noch dreiviertel voll. Ich hab alles gut. Wer auch immer das noch braucht, sollte es nehmen. Hinter uns! So. Wow, kommt denn alle her? Komm noch mehr. Ich glaube, kannst dich gut durchschnetzeln. Ja, ich guck da oben. Ich hab die oben. Alter, einer plumpst runter. Ich guck weiter nach oben. Heil mich mal. Okay, kommen noch welche. Aufpassen. Hab ich. Ist noch wer? Oh Gott, Alter, wo kommen die alle her? Schwarm kommt von vorne. Ich glaube, wir sollten weiter. Ich glaube, wir sollten pushen. Ja, wir müssen eliminieren, ja, genau. Falls noch keiner eine schwere Waffe hat, in dem Auto rechts von uns liegt noch ein MG. Ich hab die Schroti. Ja, ich hab stehen. Granatwerfer. Zombie. Ich füll kurz Muni auf. Ich bin da. Nächsten kommen. Ich fülle auch nochmal nach. Komm mal weg, geh mal weg, der Papa ist da. Ich fülle nochmal schnell auf. Ich hab vorhin das Maschinengewehr genommen, wieso? Hä? Keine Ahnung, ich hab immer noch die Schroti. Ich glaube, wir können weiterlaufen. Wir ja, könnt ihr, ja, wir wieder. Können pushen. Push, push, push. Können wir überhaupt hier drüber? Ah, wir können einfach durchlaufen. Oh mein Gott, Alter, was ist denn hier alles? Hinter uns vom Hügel. Aber nicht viele. Komm, ihr Fettsack. Oh, da kommt auch nicht hoch. Oh, ich hab den Doktor. Guck mal darüber. Guck mal darüber. Alter, was ist das denn? Oh mein Gott, Alter, ich hab's auf Bild. Auf Kamera. Auf Bild. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei der Tankstelle. Alter. Da können wir auch gar nicht. Verteidige den Typ schon wieder. Ey, hier können wir uns wieder gut aufmunitionieren. Alter, wo kommen die denn alle her? Da, wo wir herkommen. Ich hab den Baustellentyp getötet. Ah, hinter Max ist hinter dir ist der Wagen mit dem Typ. Den müssen wir jetzt beschützen. Und Autoteile ja, müssen wir finden. Genau, Alter. Ihr seid doch alle Banane, ey. Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Lasst mich schon mal alle nicht gleichzeitig an. Am besten passt einer auf das Auto auf, vielleicht. Wo der Typ ist. Endlich mal. Mal. Nein, gib mir mein schweres Ding wieder. Ich geh mal rein und hol mein Autoteil. Here we go. Stand by. Ich muss mir schnell einen Verbandskasten geben. Alter, das geht ja mal. Alter, wo kommen die denn alle her? Oh, wo kommen denn die alle her? Okay, ich war bei dir, JJ, ich hab. Ein Autoteil abgegeben.
Machen wir es dann so, dass einer bei dem Typ bleibt, oder? Ja, ich stehe die ganze Zeit bei ihm. Okay, ich hol mal das nächste Autoteil. Okay. Ja, ich schau hier mal so ein bisschen rum. Ich komm da nicht hin. Ah, doch, da. Ich komm mal helfen. Hast du? Ja. Okay. Schreier? Okay, Schreier kümmere ich mich drum. Gut. Fetten habe ich auch gehört. Okay, das ist dann doch eine schlechte Idee gewesen zu sagen, ich gucke nach, weil wenn ich da nicht hinkomme, weil nämlich alle hier. Boah, Alter. Oh, Fetter. Rechts, ja. Die halten schon was aus, ey. Alter, ich kann hier absolut nichts machen. Irgendwie müssen wir den kriegen, sonst wird's schwierig. Wir können hier hinten irgendwas machen, ich renn da mal hin. Ich versuch ihn. Bei dem Tipp. Warte. Ja. Jetzt renn. Gott. Ich bin hier. Komm, nimm die Beine in der Hand und lauf. Alter, der Schwarm hinter uns. Ja, wenn wir da hinten hinlaufen, sind wir eigentlich sicher, weil da hinten ist so eine. Ja, genau, wo Maxis da gerade ist. Ich glaube, ich habe den Streamer getötet. Ja, ich glaube, ich habe den. Oh nein! Ich liege, danke. Da ist er wieder. Achtung, du stehst jetzt mitten im Gas, Maxis. Ja, ich komme gerade nicht weg. Ich muss mich mal eben schnell heilen. Achtung, Streamer. Medic, ey. Ab hin. Gut. Fettbacke aus dem Container, wo wir herkommen. Den Schreier oben auf dem Balkon habe ich erledigt. Fetter. Boah! Warum immer? Alter. Ich hol das Autoteil da hinten. Hast du genug Leben für diesen Fett, Joe? Ja, habe ich. Danke. Wie gesagt, den Schreier auf dem Balkon, den habe ich. Achtung, wir kriegen wieder Gesellschaft. Kommt mal noch einer zu mir da hinten hin, für das Autoteil zu holen? Irgendwie kommen da immer mehr zu uns. Ja, ich komm. Ah, da hinten? Ja, ich komme. Oder wer auch immer. Okay, ich bleib bei dem Typen hier. Ja, ja. Max, ich komm dir helfen. Ich bleib hier bei JJ. Here we go. Stand by. Jetzt ist bei mir irgendwas aufgeleuchtet hier in der Ecke. Da sind es viele. Ja, aber die sterben teilweise alle, die da runterfallen. Wir müssen Maxis mal heilen irgendwie. Ja, Jumper habe ich erledigt. Das war knapp, ja. JJ, kannst du Maxis heilen? Wo ist der denn? Das ist hinter dir. Wir müssen das jetzt aufteilen. Wir haben zwar jetzt keine Dinger mehr, aber. Lars, komm mal mit, Carlos. Hat nicht funktioniert. Bei mir funktionieren viele Sachen nicht, komisch, ne? Auch das mit der Sprengladung. Danach nur noch ein Autoteil. Okay, ich habe noch einen Verbandskasten gefunden, den bringe ich mit. Da ist Fettbacke. Ich komme, bin auf Weg. Achtung, Screamer. Bleib mal da locker. Also Jungs, anscheinend kann ich euch nicht heilen, das funktioniert nicht. Komm her. Genauso wie das mit der Sprengladung, das geht auch nicht. Jawohl. Bitteschön. So, ich gehe das nächste. Okay, jetzt gehst du das nächste Teil holen. Ja. Ist das letzte. Haltet irgendwie noch die Position. Ja, ist schwierig, aber wir versuchen. Ja, es ist schon irgendwie blöd, ne, dass ich niemanden heilen kann. Boah, ja, Junge, du wolltest aber gerade jemand anderen anstecken, aber nicht uns. Okay, alle in den Bereich und dann haben wir es, glaube ich. Alle in den Bereich rein. Ah, oh, sehr geil. Ja, vielleicht hau ich nochmal das Spiel runter und dann nochmal neu oder sowas. Keine Ahnung, weil das mit den Sprengladung und Heilen geht ja beides anscheinend nicht. Phoenix, I think we made it. Heading to the base. Be ready. Puh.
Also das auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Ich will gar nicht wissen, wie das aussieht, wenn du das auf Vollexperte spielst. Oh Gott. Das kommt dann in 20 Folgen. Ich denke mal, normal und schwer kann man noch schaffen, aber dann weiß ich nicht. Ja gut, wenn du halt deinen Charakter voll hochgezogen hast, dann vielleicht irgendwie, aber wird halt schon hart. Haha, Junge, da bin ich wieder der Erste hier. Hilfeleister 000. Okay. Siehst du mal, wie wir uns helfen. Ah, du bist der Entdecker, JJ. Ganz klar. Ja. Jo, Level 19 erreicht. Ich bin jetzt Level 7. Ah. Ich hab wieder was Cooles freigeschaltet. Würde ich sagen, passen wir, hauen wir noch kurz die Punkte rein. Ich habe jetzt bei mir einen Perk freigeschaltet. Alle aktiven Spezialzombies in einem Radius von 20 Metern werden automatisch markiert. Ist doch schon mal gut. Ja, das ist nicht schlecht. Hört sich nicht schlecht an. Ich habe auch ein paar Perks hier drin, aber die sind beim Revolverheld nur spezifisch anscheinend. Irgendwie. Ich mache das jetzt mal hier. Ich tue es mal freischalten. Du beginnst mit einer Sprengladung. Vielleicht geht's dann. Ja. Dann hast du ja. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge technische Unterstützung, oder? Ja. Ja. Jupp. Warum nicht? Würde ich auch sagen. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst einen Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo wäre natürlich auch da. Bei mir. Ja, auch bei Chaos könnt ihr das gerne machen. Link in der Videobeschreibung unten wiederzufinden. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bei mir auch. Ciao, ciao.